Hi und willkommen beim nächsten Teil unserer Reihe über die Artefaktwaffen in World of Warcraft Legion, dem kommenden Add-on. Diesmal geht es, ihr habt es schon erraten am Titelbild, um Schamanen. Und das wird ein bisschen problematisch werden, aber fangen wir ganz von vorne an. Die Waffe, die Blizzard für Schamanen bereits gespoilert hat, ist der Schicksalshammer. Und alle so, yay, wir kriegen den Schicksalshammer. Und dann hat Blizzard gesagt, dass die Verstärkungsschamanen den Schicksalshammer kriegen. Und die komplette Schamanenschaft von World of Warcraft hat sich einfach mal am Kopf gekratzt und WTF gerufen. Für alle von euch, die jetzt noch nicht seit Burning Crusade spielen, kurz die Erklärung. In Burning Crusade und auch in Classic konnten Schamanen sich aussuchen, was sie tragen: eine große Zweihandwaffe oder zwei kleine Einhänder. Die Einhänder haben meistens mehr Schaden gemacht, während der Zweihänder mehr Burst-Schaden machte. Seit ungefähr Ende von Burning Crusade ist damit Schluss und Verstärkerschamanen werden dazu gezwungen, zwei Einhänder zu tragen. Alles andere ist kaum noch spielbar. Sie konnten zwar noch eine Zweihandwaffe ausrüsten eine Weile lang, aber machten damit keinen Schaden. Und seit ungefähr Ende von Burning Crusade wünscht sich die Community verzweifelt die Option auf einen Zweihänder-Schaman zurück. Das, was am meisten dagegen bisher gesprochen hat, ist die Beuteverteilung. Tatsächlich müsste man dann eine Zweihand-Axt oder so etwas mit Beweglichkeit in einen Raid implementieren. Aber mit den Artefaktwaffen ist dieses Argument ja sowieso egal. Das heißt, ja, Verstärkerschamanen bekommen ihre Zweihandwaffe zurück. Müssen dann allerdings auch Zweihandwaffe spielen, denn für sie gibt es nur den Schicksalshammer. Und das hier sind die bisher bekannten optischen Varianten davon. In der Mitte besonders interessant so eine Art Legionsvariante mit grünem Feuer. Mann, Mann, Mann. Aber was ist der Schicksalshammer denn genau und warum machen die Schamanen so ein großes Aufsehen darum? Ist das nur die Waffe, die Trall trägt? Na toll. Nein, ganz im Gegenteil. Der Schicksalshammer ist eine der zentralen Waffen überhaupt für das Warcraft-Universum und dass wir als Spieler sie in die Hand bekommen, ist schon ziemlich cool. Für alle von euch, die jetzt nicht so lorefest sind, der Schicksalshammer. Seine Geschichte im Schnelldurchlauf. Der Schicksalshammer wurde von Elementargeistern des Feuers auf Draenor geschmiedet, beziehungsweise der Kopf des Schicksalshammers den Orks gegeben, genauer gesagt den Orks des Schwarzfels-Clans. Und der Träger des Schicksalshammers waren eben die Anführer des Schwarzfels-Clans, am allerberühmtesten Orgrim Schicksalshammer, der Anführer der Horde war. In unserer Zeitlinie, also nicht dem Draenor-Zeitreisegedöns, sondern der eigentlichen Zeitlinie von World of Warcraft, war er der beste Kumpel von Durotan und vereitelte die Pläne von Gul'dan, indem er den ganzen Schattenrat auslöschen ließ. Er selbst nahm mit seinen Truppen den Schwarzfels ein auf Azeroth und kämpfte in einem epischen Kampf gegen Anduin Lothar, den Löwen von Sturmwind und Anführer der Allianz. Wobei er mit Schicksalshammer das Schwert von Anduin Lothar, das Schwert von Sturmwind, zerschmetterte. Trotzdem verloren sie die Schlacht und wurden gefangen genommen. Damit erfüllt sich in gewisser Weise das Schicksal von Schicksalshammer, denn zu dem Ding gab es eine Prophezeiung. Der letzte der Schicksalshammer wird erst Erlösung, der letzte der Schicksalshammer ist offensichtlich Orgrim, dann Schrecken über die Orks bringen. Schrecken deswegen, weil sie den Krieg verloren und haben und gefangen genommen wurden. Dann wird der Hammer an einen gegeben, der nicht zur Familie gehört, und er wird wieder der Gerechtigkeit dienen, und das ist natürlich Trall. Einige Spieler haben trotzdem Probleme mit dem Schicksalshammer. Aus drei Gründen. Erstens, von uns steht nichts in der Prophezeiung. Eigentlich ist Trall damit gemeint, und naja, wir sind einfach nicht vorgesehen. Da kann man jetzt drüber wegsehen, das ist so ein Lore-Grund. Der zweite Grund ist, dass, naja, der Schicksalshammer nicht wirklich eine Schamanenwaffe ist, sondern, also klar, stammt sie von den Elementen und so, aber eigentlich ist sie auch die symbolische Waffe der Horde als Ganzes, zumindest der Horde, die gegen Anduin Lothar gekämpft hat. Deswegen dürften Allianz-Schamanen so ein kleines Problem damit haben. Das dritte Problem hat Blizzard sich selber zuzuschreiben, nämlich mit der ganzen Zeitgeschichtenverwirrung in Warlords of Draenor. Da trat nämlich auch Orgrim Schicksalshammer auf und auch er hatte den Schicksalshammer, aber die Prophezeiung erfüllte sich nicht und er starb in der Schlacht um Shadarat. Wir bekommen aber tatsächlich den echten, also den Original-Schicksalshammer aus unserer Zeitlinie von Trall. Stellt sich die Frage, was passiert mit Trall? Möglichkeit 1. Trall, dessen Geschichte eigentlich in Cataclysm zu Ende erzählt wurde, stirbt im heldenhaften Kampf gegen die Horde. Viele Spieler, die Trall so gar nicht leiden können als Charakter, werden das sehr, sehr mögen. Andere, die Trall sehr mögen, werden das wiederum gar nicht leiden können. Variante 2. Trall, der große Held, beschließt, da die Legion angekommen ist und die Spieler den Hammer besser gebrauchen können, einfach den Hammer weiterzureichen, weil er so weise ist. Das dürften wiederum die anderen Spieler, die Trall nicht mögen, so richtig auf die Palme bringen. Außerdem passt es nicht zu Blizzards Aussage, dass wir die Waffen von gefallenen oder gebrochenen Helden bekommen. Und gebrochen ist ein gutes Stichwort. Die dritte Möglichkeit, die beide Fraktionen so ein bisschen zufriedenstellen würde, ist, wenn Tralls Familie draufgeht, beziehungsweise seine Frau oder seine Kinder. Dann könnte er selber als zu gebrochen gelten, um weiter zu kämpfen, und reicht den Hammer quasi weiter, weil er nicht mehr kämpfen will. Was Blizzard auf jeden Fall nicht tun wird, ist das, was viele Fans befürchten, nämlich, dass sie
den Schicksalshammer der alternativen Zeitlinie herausgeben, sodass Trall dann seinen Schicksalshammer behält. Damit wäre, glaube ich, niemand wirklich zufrieden und das weiß auch Blizzard. Schließlich hat kaum jemand wirklich die alternative Geschichte des alternativen Schicksalshammers mitbekommen, wo Schwarzfaust versucht hat, ihn zu greifen, dabei seine Hand verbrannt hat und dann trotzdem von Elementargeistern gesegnet wurde, damit tolle Dinge schmieden zu können, aber er auf den Schicksalshammer verzichtet hat, weil er sein eigenes Schicksal schmieden wollte und so weiter und so fort. Das ist an den meisten in Warlords of Draenor einfach vorbeigerauscht. Deswegen die Originalvariante, bitte. Und wie sieht's mit den anderen beiden Spezialisierungen aus? Die Antwort lautet dürftig. Anders als bei Kriegern, Paladinen oder Todesrittern gibt es einfach für Schamanen erstens nicht so viele wirklich große Helden und die tragen dann auch meistens keine berühmten Waffen. Außerdem spielten Schamanen seit Cataclysm eher eine untergeordnete Rolle. Wir haben uns natürlich für euch trotzdem ein paar Gedanken gemacht. Das hier wären ein paar Möglichkeiten für Wiederherstellungs- und Elementarschamanwaffen. Wer von euch Heroes of the Storm spielt, wird diesen Helden wahrscheinlich kennen. Das ist Rieger, ein Schamane des Irrenden Rings. In Heroes of the Storm ist er ein Heiler. Eigentlich in World of Warcraft war er ein Gladiator, der zufälligerweise mit dem König der Allianz, nämlich Varian Wrynn, gekämpft hat und ihn sogar trainiert hat und der am Ende seiner Gladiatorenkarriere allerdings beschlossen hat, nicht mehr zu kämpfen, sondern sich dem Irrenden Ring anzuschließen, dort als einfacher Schamane seine Umwelt eher zu heilen, anstatt seinen Mitmenschen auf die Nase zu geben. Problem an der ganzen Sache, seine Klaue ist jetzt wirklich nichts Besonderes, das tragen viele Schamanen. Ansonsten sieht es aber mau aus mit Artefakten oder zumindest mit mächtigen Schamanen, die Artefakte tragen. Es gibt zwar noch Margatha Grimm-Totem, die ist aber eher eine zwielichtige Machtpolitikerin, die sogar aus der Taurenhauptstadt verbannt wurde, weil sie nämlich im Duell zwischen Garrosh und Bane Garrosh Klinge vergiftet hat und damit für den Tod des großen Tauren verantwortlich ist. Klar kann Blizzard immer eine Wiedergutmachungsgeschichte aus dem Hut ziehen, so sie erkennt in Ankunft der Legion ihre Fehler und verleiht ihre mächtige Waffe. Nein, sie ist einfach nicht heldenhaft genug und die wenigsten Spieler kennen sie. Ein Problem, was Blizzard auch hat, ist, dass der Schicksalshammer schon als symbolische Hordenwaffe funktioniert und wenn sie jetzt einen weiteren Horde-Charakter einführen, der unseren Helden die Waffe weiterreicht, dann wird das wahrscheinlich nicht gut aufgenommen werden von der Spielerbasis der Allianz. Andersherum, die Waffe zum Beispiel von Nobundo, also dem Allianz-Schaman, wird wahrscheinlich von der Horde nicht gut aufgenommen werden. Es gibt aber eine Lösung dafür. Die Frage ist nur, ob Blizzard selbst auf die Lösung kommt. Die Lösung lautet, die Elementarlords sind neutral, weder dienen sie der Allianz noch der Horde. Und tatsächlich gab es ja in Cataclysm zum Beispiel mit Terrazzane, der Elementarherren der Erde, eine von den Vieren, die uns zumindest nicht ganz so feindlich gegenübergestellt war. Sie könnte dann vielleicht einen ihrer Kristalle hergeben, aus der wir dann eine mächtige Elementarschamanenwaffe herstellen, die dann ein bisschen mehr auf Erdfähigkeiten setzt als auf Lava und Feuer. Für Wiederherstellungsschamanen wäre Neptulon eine interessante Wahl, der hat uns auch schon mehrmals geholfen. Einerseits in World of Warcraft Classic gegen Ragnaros, andererseits bekämpfte er sogar die Naga in einigen Questreihen. Und wenn wir dann in World of Warcraft Legion gegen Azara antreten, die Obernaga, dann passt das wie die Faust aufs Auge und Neptulon dürfte uns mal wieder zur Seite stehen. Vielleicht sogar mit einer Waffe. Was meint ihr? Welche Waffe hättet ihr gerne in World of Warcraft Legion? Zieht Blizzard doch noch irgendeinen Schaman aus dem Hut? Oder besinnt sich Blizzard doch auf die Elemente, die dann neutral zwischen Allianz und Horde wären? Schreibt es mir in die Kommentare. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.